Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von unserem Nextcloud-Tutorial in der Maro Community Cloud. Jetzt geht es um Termine und die Kalender. Ich bin ja wieder der User Bernd Haching und ich bin hier in meiner Umgebung in der Nextcloud drin. Und es gibt ja hier oben verschiedene Reiter und einer von denen heißt Kalender. Da klicke ich jetzt mal drauf und als User Bernd Haching bin ich ja in der Gruppe Unterhaching mit drin und deswegen sehe ich ja auch den Kalender von Unterhaching. Der ist mit mir geteilt. Dieses Symbol haben wir schon gesehen. Ja, das ist der Kalender von Unterhaching. Und hier geteilt heißt, den habe ich und da können auch andere reinschauen. Es gibt auch andere Kalender, die man hier sieht, zum Beispiel die Geburtstage von Kontakten. Den kann man nicht teilen und es gibt den persönlichen Kalender, also meinen persönlichen Kalender als Bernd Haching. Den könnte ich auch mit anderen teilen, aber warum? Mach ich nicht, brauche ich nicht. Und als Bernd Haching habe ich ja natürlich den Kalender von Unterhaching, den einen, es könnten aber auch mehrere sein. Also es könnte zum Beispiel sein, dass Unterhaching sagt, wir machen jetzt nicht nur den Unterhaching-Kalender, sondern wir machen jetzt auch noch Unterhaching-Gemeinschaftsraum oder wir machen Unterhaching Lastenrad oder Unterhaching Gästeapartment. Ja, dass man für jedes einzelne Objekt auch einen einzelnen Kalender anlegt. Das könnte man machen, das muss man aber nicht. Und jetzt tun wir mal so, als würde ich als Bernd Haching in Unterhaching jetzt mal den Gemeinschaftsraum reservieren wollen für kommenden Samstag, für den 21. Juli. So. Dann gehe ich also daher auf 21. Juli, da kann ich draufklicken, sehe, aha, ist noch gar nichts da. Und ich gehe auf jeden Fall hier auf Neuer Termin. Hier fragt er mich jetzt Titel des Termins. Jetzt sage ich zum Beispiel Gemeinschaftsraum Doppelpunkt oder Reservierung Gemeinschaftsraum Martin aus Wohnung. Nee, ich bin ja nicht Martin, ich bin ja Bernd. Also, Bernd aus Wohnung, Wohnung 2001. So, und jetzt Vorsicht, jetzt kommt die größte Falle beim Termineanlegen in Nextcloud. Hier wird angezeigt, in welchem Kalender, welchem von den drei Kalendern hier oben, der Termin angelegt wird. Wenn ich jetzt hier noch eine Uhrzeit einstelle und auf Speichern drücke, dann macht er diesen Termin in meinem persönlichen Kalender. Aber das will ich ja nicht, sondern ich will ja den Gemeinschaftsraum reservieren und deswegen sollen ja auch alle anderen Hachinger diesen Termin sehen können. Also wähle ich hier als Termin unter Haching aus, geteilt von Maro. Ja, also ganz wichtig, beim Anlegen von Terminen unbedingt hier den richtigen Kalender nehmen. Das ist wirklich eine große Gefahr, dass man sich hier verklickt. Weil wenn ich nämlich hier nur meinen persönlichen Kalender eintrage, können den Termin die anderen nicht sehen. Die anderen im Haus können den Termin nur sehen, wenn er bei Unterhaching Kalender eingetragen ist. Okay, alles klar? So, dann mache ich jetzt noch hier eine andere Uhrzeit. Ich sage, ja, das bleibt am 18., nö, nicht am 18., ich wollte am 21., ja, am 21.8. Eine Party machen und zwar von 17.30 Uhr, da fange ich mit meinem Aufbau an und die Party endet, jawohl, der ist okay, der 21. Zeit auswählen. Die Party endet um 23.55 Uhr. Ich will ja nicht laut sein, ab 10 Uhr sind wir eh leise, also 23.55 Uhr. So, damit ist jetzt hier der Name, der Kalender und auch Tag und Uhrzeit richtig ausgewählt. Und jetzt gehe ich auf Speichern. So, und jetzt können alle anderen diesen Termin auch sehen. Ja, so, das ist eigentlich wirklich toll. Dann kann ich hier online immer eintragen, was ich reservieren möchte oder wenn wir im Haus was haben, was ich zum Beispiel, könnte man auch sagen, Mensch, ich bin Haussprecher, ich lege jetzt für einen Sonntag eine Plenumssitzung, natürlich nicht bei mir persönlich, sondern im Unterhaching-Kalender an. Von 22. stimmt, aber die Uhrzeit stimmt noch nicht. Aha. So, ich weiß jetzt, wie wir diesen Plenumstermin korrigieren. Das ist ganz interessant, vielleicht auch zum Herzeigen. Also, ich habe den Termin Plenumssitzung jetzt aus Versehen als ganztägigen Termin
eingetragen. Das sieht man hier an dem Haken ganztägig. Wenn ich das ganztägig rausnehme, kann ich hier also die Uhrzeiten eingeben. Zeit auswählen, Plenumssitzung, also von 17 bis, na machen wir mal, bis 19 Uhr. Und dann kann ich den aktualisieren und fertig. Ja, dann ist es kein ganztägiger Termin mehr, sondern noch für eine bestimmte Uhrzeit. Ja, wichtig zu wissen. So, und wie lösche ich so einen Termin wieder? Also, ich klicke den einfach an, gehe hier auf Mehr. Und dann wird mir hier wesentlich mehr angezeigt, was man machen kann. Noch bestimmte Teilnehmer einladen, wenn ich das möchte. Ja, was ich anzeige, aktualisieren und, und. Und wie immer, unsere Pünktchen, da steht auch das Löschen drin. So, jetzt löschen wir den. Schwupp, sonst wundern sich die Unterhachinger in echt, was der Berntaching denn da will. Jetzt meine Gemeinschaftsraumreservierung nehme ich auch noch raus. Mehr, hier auf meine Pünktchen, löschen. Fertig. So geht es mit dem Anlegen und Verändern und Löschen von Terminen. Wir schauen uns in einem anderen Video an, wie man diese Termine auch mit seinem Handy synchronisieren kann, weil da wird es nämlich dann wirklich praktisch, wenn ich immer in meinem Handy sehe, was sonst so los ist. Das wären aber eigene Termine für dein eigenes Video, weil wir ja zwischen Android-Handys und Apple-Handys unterscheiden wollen. Gut, vielen Dank, dann bis zum nächsten Video.